Heute soll es um die automatische Stützenbewertung gehen und ich habe dazu ein Thumbnail gebraucht, wie jedes Mal für YouTube, und ich habe mir gedacht, ich mache es mir diesmal einfach und lasse mir das über GPT einfach mal generieren. Und ich hatte vier zur Auswahl und ich habe das geringste Übel genommen. Bitte bis zum Ende dranbleiben, weil am Ende zeige ich euch, was da rausgekommen ist, und dann werde ich euch diese vier Bilder unzensiert darstellen. Aber schaut euch unbedingt erstmal das Video an. Liken nicht vergessen. Danke. Jetzt kommt das Intro. Heute wollen wir die Stützenbewehrung testen. Ich habe da so ein kleines Projekt angelegt. Jetzt muss ich erstmal Stützen mit euch zusammen aufbauen. Ich nutze dazu einfach das dritte und vierte Obergeschoss und mache eine Ausgangssituation. Dazu hole ich meinen Assistenten. Ich stelle jetzt einfach mal meinen Zeichnungstypen auf Schallplan um und sage, ich brauche ein paar Innenstützen, um diese Situationen darzustellen. Was kommt denn da mit dem Hintergrund für ein komisches Tool? Hey, nicht, dass da irgendwer sich einhackt in mein System. So geht's nicht. Ja, so wie dazu. Also wir erstellen jetzt erstmal Stützen im dritten OG und dann noch zusätzlich im vierten OG und machen verschiedene Verhältnisse. Also erstmal haben wir eine ziemlich dünne Stütze, finde ich. Die hat, glaube ich, 24 auf 24. Wir machen eine Stütze 50, einmal 50 auf 50. Wir erstellen noch längliche natürlich. Boah, das ist aber zu krass, ne? 0,30 auf 75. Und ja, wir wollen das Ganze darstellen. Einmal mit drüber gleich, einmal mit drüber ungleich. Macht Sinn. Bei denen könnte ich eine ungleiche Stütze drüber machen. Bei der anderen eigentlich nicht mehr. Da muss ich eine gleiche erstellen. Das ist okay. Rundstützen gibt es natürlich. Machen wir Innenstütze rund. Und Durchmesser ist schon wieder so dünn, hey. Ja, gut, dann lassen wir es halt. Machen wir es halt auch dünn. Kann ich das hier? Ja, cool, das wusste ich gar nicht, dass der Griffpunkt bei den Runden auch so funktioniert. Ich benutze ziemlich wenig rund. Ich benutze eigentlich immer Anzahl Ecken. Aber gut. Radius. Machen wir. Ja, 18 ist da auch cool. Und dann machen wir noch eine N-Eck-Stütze mit, sagen wir mal, 3 bis 19. Okay, verstanden. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch als Rundstütze erkannt wird, wenn die N-Ecken sozusagen genügend sind. Ja, wie viel sind genügend? Das ist eine gute Frage. Sind 8 schon genügend? Dann macht es noch Sinn. Das, ja, oh, das schaut aus wie ein Stoppschild. Wir probieren es aus, ob das noch eine Rundstütze ist oder nicht. Dann wissen wir es. Was ich noch gehört habe, dass zum Beispiel auch 3D-Modelle funktionieren als Stützen. Machen wir hier wieder Radius 15. Höhe machen wir 2 Meter. Und auch Würfel sollen funktionieren als Stützen. Dann machen wir jetzt 0,50, 0,25. 2 Meter Höhe. Wir machen es aber dann auch Geschoss hoch. Moment. Also Seitenansicht. Wir verschieben von hier. So. Z-Achse. Wir punktmodifizieren das Ganze hier. Setzen Sie es nach oben. Ach komm. Gut. Ja, das ist unsere Ausgangssituation. Vielleicht probieren wir noch ein N-Eck als 3D-Modell. Dann machen wir hier. Machen wir so mit Mittelpunkt. Ich glaube, dass 12 zu wenig ist. Deswegen gebe ich jetzt einmal mal 12 ein. Radius 0,15. Und ich weiß, da beschweren sich ein paar darüber, dass das vom Durchmesser nicht ganz identisch ist. Ach, ist mir jetzt alles wurscht. Auf solche Spielchen lasse ich mir heute doch gar nicht ein. Okay. So. Schieben wir das Ganze nach oben. Bringen wir den Burschen nach oben. Dann Punkt modifizieren wir bis daher. Und dann schauen wir uns das Ganze hier an. Stützenreiche Saison beginnt. Sollen wir ein bisschen Abstand lassen? Ey, sonst sieht man ja gar nichts. Ne? Machen wir jetzt mal wieder Abstand hier über. Abstand halten. 1,50 Meter wäre es auf Corona. So.
Ja, dann haben wir Rundstützen, 3D-Modelle und eckige. Was haben wir jetzt getippt? Verschieben. Y minus 2 Meter. Und hier auch nochmal in Y minus 2 Meter. Selbe Spielchen machen wir jetzt mit dem Obergeschoss. Wir kopieren uns sozusagen. Hey, irgendwas läuft da im Hintergrund, oder? Steuerung C, Steuerung Alt V. Wir gehen in das vierte Obergeschoss rein und verschieben natürlich auch unsere 3D-Modelle nach oben. Die sind ja nicht so intelligent wie Architekturbauteile, aber auch natürlich ist das möglich. Wer sich jetzt auf Fertigteile freut, den kann ich leider bloß abwinken, denn das ist jetzt für so Standardstützen gedacht. Aber ziemlich gut. Also ich habe es ja wirklich getestet und der Christian hat es mir gezeigt. Die sind echt ziemlich gut. Konsolen müssen wir halt anders anschließen. Aber zumindest können wir 3D-Modelle damit bestücken. Ich bin schon gespannt auf diesen 3D-Körper, ob der als rund gilt und auch der glaube ich nicht. Der könnte noch gehen. Ja, jetzt haben wir oben dasselbe wie unten. Das Einzige, was ich zeigen will, was passiert denn, wenn das hier auf einmal komplett aus den Fugen gerät, nee, schmäler ist. Das verschiebe ich jetzt wieder 10 cm, dass ich dann mittig drüber bin. Sollen wir das auch hier mal machen? Ja, komm, dann machen wir aus dem 50er 40er. Ja, komm. Ich liebe den Punktmodus. Jeder liebt den Punktmodus. Es ist gerade eine Umfrage von mir am Laufen auf LinkedIn. Ich glaube noch 1 oder 2 Tage. Und da wird auch die Lieblingsfunktion abgefragt. Der Punktmodus ist amtierender Champion. Ich baue bloß schnell nur kurz eine Decke ein, weil sonst schaut das irgendwie so verloren aus, oder? Ja, komm, die können wir ausblenden, auch, falls uns das stört. Also, Decke. Ja, und mein Assistent ist so aufgebaut, dass ins Geschoss zum Beispiel Unterzug, Wände, Stützen kommt, da alles ins selbe Teilbild, größtenteils. Also, es ist, ja, komm. Also, wird nicht ins selbe Geschoss wie die Wände sind ersetzt. Denen ist eh nicht zu helfen. Seid ihr solche? Ne, ja, bitte nicht. So, da haben wir unsere Dinger hier. Guti, und jetzt bewähren wir das Ganze. Gehen wir einfach hier in diese Stützen, in die Wand- und Stützenbewährung hier rein. Und da schreiben wir jetzt einfach liken. Ihr liked es jetzt alle. Jetzt machen wir Pause und dann treffen wir uns alle, wenn wir den Like-Button getroffen haben und machen weiter. Super. Also, wer nicht abonniert hat, natürlich auch abonnieren. Das wäre auch cool, ne? Wir wollen jetzt das Ganze mit den Python-Parts automatisch belegen. Da gehen wir in die Bibliothek. Standard Python-Parts, automatische Bewährung und los geht's. Ich klick's mit euch durch. Komm, so viel Zeit muss sein. Standard Python-Parts. Automatische Bewährung, wunderbar. Ihr könnt es übrigens auch da filtern. Ihr könnt da Smart Parts deaktivieren, Einbauteile, Makro und Symbole. Dann kommt es zu den Python Parts auch ziemlich schnell. Gut, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, die Stützenbewährung zu aktivieren. Dazu sei gesagt, in jeder Altplan-Version ist jede Programmierung etwas anders, da die Python-Part-Programmierung immer fortgesetzt wird. Also die wird immer besser, hat immer mehr Funktionen und man kann immer mehr einbauen. Jetzt ist natürlich dieses Tool immer abhängig davon, in welcher Altplan-Version das Ganze programmiert wurde. Das heißt, in dem Fall ist es ziemlich nah angelehnt an der automatisierten Wandbewährung. Das sieht man an dem Workflow, dass man 1, 2, 3 macht und dann erstellt man das Ganze. Bei der Eckwandbewährung, da ist zum Beispiel das Erstellen gar nicht mehr nötig. Das erstellt sie automatisch, ohne dass man den Button klickt. Aber hier ist es eben so. Wir haben die Möglichkeit, erstmal eine Stütze auszuwählen. Wir können eine Stütze darüber auswählen. Wir können auswählen, ob es ein Python-Part oder ein 3D-Objekt werden soll. Was ist der Unterschied? Wir machen das Ganze mal hier. Du, aha, was haben wir denn hier gemacht? So. Du wirst jetzt einfach mal ein Python-Part. Wir stellen gar nichts um an der Bewährung, nur damit es zeigen kann. Wir haben jetzt die obere Stütze wieder erwischt. Erstellen, wunderbar. Und hier schließen wir das Ganze. Und hier machen wir dasselbe Spielchen wieder. Stützenbewährung bitte hier rein. Wir erstellen ein 3D-Objekt. Erstellen. Und schließen das Ganze. Was ist der große Unterschied? Das Python-Part hat jetzt hier sozusagen eine Box außenrum. Wenn ich da drüber gehe, dann sieht man es im 3D-Modell, dass in der Mitte der Z-Achse ein Würfel entstanden ist. Diese Python-Part-Box
können wir reaktivieren mit einem Doppelklick und wir können jetzt sozusagen nochmal an der Bewährung etwas ändern. Also wir können die Durchmesser der Eisen ändern und so weiter und so fort. Schließen das Ganze, sagen ja, komm, aktualisiere das Ganze und schon wurde das Ganze aktualisiert. Vorteil ist, wir können es wieder reaktivieren. Denkt bitte dran, wenn ihr jetzt hier irgendwas punktmodifiziert, zum Beispiel hier ein Eisen, das sagt hier, ihr braucht viel mehr Übergreifungslänge oder. Oh, und hat nicht mehr funktioniert. Wunderbar. Funktioniert es hier? Nee, weil es ein eingestellter Haken wahrscheinlich ist. Okay. Doppelklick drauf. Einfachklick. Auch nicht möglich. Ja, dann schauen wir mal, ob es mit denen geht. Ne? Also hier werden wir ja irgendwas Punkt modifizieren können. Hoffe ich mal. Machen wir die Bügel hier raus. Ihr seht, die kann ich jetzt jederzeit ändern. Auch hier machen wir dasselbe Spielchen. Wir ändern irgendwas mit Punktmodus. Es ist ja wirklich irgendwas willkürlich. Unterschied ist jetzt hier, wenn ich das Python-Part wieder reaktiviere, springt es wieder in die Ursprungsform zurück. Das muss es ja auch tun, denn es muss sich immer anlehnen an diesen Parametern, die hier eingestellt sind. Und dann ist es egal, ob es ein Python oder Python-Part ist oder ein Smart-Part, das muss so sein. Ich stelle jetzt bloß die Darstellung hier ein bisschen um auf Bewährungsplanung. Konstruktion ist zu hart, hey. Das ist ja lila. Nochmal Farbe, dann ist es blau. So möchte ich es haben. Haben wir jetzt die Schraffur halt nicht mehr drin, damit wir die Bewährung besser sehen. Genau, also das ist der Unterschied. Wir haben im Python-Part, das können wir jederzeit ändern, können aber nichts modifizieren, was in dem Python-Part mit drin ist. Wir können natürlich eigene Eisen jetzt von da darüber kopieren und dann daraus unsere Ansichten generieren. Wunderbare Geschichte, können wir machen. Wir können aber das Python-Part wieder auflösen, indem dass wir einfach Rechtsklick machen auf diesen Kasten und dann Makro auflösen, anwenden, fertig. Das können Sie eigentlich fast überall in Allplan ausprobieren. Alles, was so ein bisschen makromäßig unterwegs ist, wie zum Beispiel Treppenmodellierer oder sowas, glaube ich, da kann man das auch machen. Und genauso auch hier, jetzt haben wir einfach eine stupide Hilfskonstruktionsbox, die einfach noch rumschwebt als toter Geist. Löschen wir raus. Und die anderen Eisen sind jetzt auch anpassbar. Und wir können sozusagen, also das ist eine Einbahnstraße, einmal aufgelöst, geht es nicht mehr zurück. Ist irgendwie logisch, ne? Aber zumindest weiß man den Step. Jetzt haben wir die Grundbewährung drin. Jetzt wollen wir nur irgendwie einzelne Sachen anpassen. Dann beenden wir das Ganze als Makro. So ist es gedacht. Den Step können wir, glaube ich, abhaken. Wir machen alles rückgängig. Wunderbar. Und jetzt schauen wir auch, dass wir nur die untere Stützenbewährung überall erwischen. Was wir vielleicht vergessen haben, wenn wir identisch Stützen haben. Und eine unidentische da dabei. Gut. Wobei es reicht ja über 1, wenn ich mich den Abstand wieder größer kriege. Der gute alte Punktmod muss hier nochmal herhalten und weiter geht's. Also, wir gehen in die Stützenbewährung nochmal rein. Wir schauen jetzt Folgendes an. Was passiert, wenn wir hier erstmal die untere Stütze auswählen, dann die drüber liegende Stütze, also 1. Hat automatisch erkannt, dass er Stütze drüber ist. Der hat es automatisch erkannt. Krass. Also ich musste sie gar nicht auswählen. Der wusste, hier ist eine. Weiß er das auch, wenn gar keine Stütze vorhanden ist? Das ist natürlich die Frage. Probieren wir jetzt gleich mal aus. Das heißt, wir kopieren uns die untere Stütze von hier in Y minus 1 Meter, nicht 41, machen wir einen bloß. Stütze aktivieren. Und wir sagen, auch hier ist eine Stütze drüber. Ah, es wurde nichts gefunden. Sehr gut, nicht mal schlecht. Also, hier haben wir, und wie wir sehen, Kröpfst hier auch die Eisen schon. Ich schließe das Ganze mal, dass wir sehen, wie es dann. Oh, ich muss natürlich erstellen. Oh, schaut ziemlich cool aus. Schaut ziemlich gut aus. Wir werden die Objekte natürlich nur ein bisschen transparent erstellen. Escape mal aus alle Funktionen. Machen hier eine transparent. Mal so. Wunderbar. Genau. Ja, ich finde, es ist nicht mal schlecht. Was können wir denn noch alles da begutachten? Wir können jetzt natürlich sagen, die untere Stütze, aber im Moment, das muss ja gar nicht geköpft werden, das ist ja identisch nach oben, ne? Also schmeißen wir die Bewährung nochmal raus. Sagen wir, nichts da, das wollen wir beim anderen haben, aber hier nicht. Hier wollen wir unten nach oben
Aber wir können jetzt hier reingehen, hier können wir die ganzen Grenzwerte eingeben. Also was ist der maximale Bügelabstand, was ist die minimale Bügelbewehrung und so weiter und so fort. Aber wir gehen hier rein, Längsbewehrung, Durchmesser 16, das heißt die 1 ist das hier. Ich gehe mal vorsichtig auf 12er runter. 12er. Macht er nicht. Warum? Habe ich hier? Aha. Also das heißt, hier muss ich auf 12 umstellen. Jetzt kann ich es hier auch. Kröpfung, Eisen oder Überdeckung. Aha. Überdeckung. Also werden die Eckeisen mitgekröpft oder nicht? Nein. Länge, Anfängerbewehrung. Länge, Anfängerbewehrung. Sehen, wird sofort mitgefügt. 0,5 und wird kürzer. Super. Tolle Geschichte. Hauptbewehrungsstabhaken. Dann geht es nach innen rein. Das ist natürlich jetzt ziemlich ungünstig. Wir schauen mal, dass wir die Hakenwinkel nach außen setzen können. Minus 90 geht das. Okay, geht nicht. 180, okay. Ah, okay. Verstanden. Also, das ist, wie ob es nach unten geht oder nicht. Hakenlänge. Verstanden. Ja, brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Durchmesser, seitliche Längsbewehrung. Wo bist du? 2. Die hier. Ja, machen wir 8er. Die sind normalerweise so. Oder machen wir auch 12er. Ach, haben wir eh schon auf 12 minimiert. Anzahl der Stäbe. Einen. Kröpfung, Eisen, Überdeckung. Oder Kröpfung. Ne? Hier mache ich auch Überdeckung. In dem Fall ist ja alles gerade. Und hier machen wir auch einen Meter, wenn es auch 12er sind. Keine Haken. Jetzt wird es schon ein bisschen übersichtlich, oder? So kennt man es. Ankeranordnung. Ankeranordnung. Welche Anker? Das ist schon mal cool. Das, wenn ich da blüht mein Herz auf, wenn ich das sehe. Aber wo sind die 1? Bügelabstand, okay. Außenanker, da kann ich gar nichts auswählen. Anzahl Innenanker 3, 4, was sind das? Ah, okay, verstanden. Ich kann zwei verschiedene Bügel hier machen. Bügelform. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. Jetzt immer mehr. Lesen wir mal das ganze Wort. Bügel geschlossen, Roundbügel. Sehr gut. Das ist doch eine super Sache, oder? Ein S-Haken können wir auch reinsetzen. Ja, wir machen mal Bügel geschlossen und wir machen hier einen Rautenbügel. Wie cool. Also wir haben die Möglichkeit und dann können wir den Durchmesser wählen und den Bügelabstand. Machen wir mal 12. Niemand macht 12. Wir machen 15. Wir machen 0,15, bitte. Okay. Eigenschaften Außenanker, Stabform. Wow. Also was wir da alles auswählen können. Puiuiuiui. Ich lösche mal einen weg, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich kenne mich gar nicht aus. Ah, okay. Das heißt, ob wir das hier um die Ecke biegen oder nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass das viel mehr bringt, wenn man das so abbiegt. Mindestens 5 cm, glaube ich. Und es muss 5-mal der Durchmesser oder so sein. Ich habe die noch nie eingebaut, leider. Wir haben es immer mit den 90 Grad gemacht, aber es macht doch voll Sinn, das auf. Ich habe immer gedacht, dass es 125 Grad sind, aber es sind 135 anscheinend. Ich wurde des Besseren belehrt. Biegerollenfaktor passt. Innenanker Eigenschaften. Haben wir noch irgendwas? Keine Ahnung. Macht es überhaupt Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rautenbügel jetzt da reinsetze und da irgendwas einstellen kann? Wow. Wow, verstanden. Cool. Also auch den Rautenbügel kann ich jederzeit modifizieren. Natürlich ist auch wichtig, oberer Abstand und unterer Abstand, dass das auf halber Bügelabstand ist. Bei uns waren es immer 8, 15 oder so und unten waren es einfach 8 cm. Aber warum sind es nicht 0,75? Ich glaube im Eurocode 2 steht dort, es muss dann der halbe Abstand sein. Also ist es eigentlich 7,5 und das mache ich ja auch. Da lasse ich gar nicht mehr diskutieren. Ja, dann machen wir dasselbe. Länge, Verlegung über 50 cm. Das ist ja die Breite der Stütze, wo es sein muss. Mindestens über die Breite der Stütze oder über die Länge der Stütze muss der Abstand halbiert sein. Wenn ich habe 25, ich mache trotzdem einen halben Meter, das passt mir.
Jetzt Schnitte erstelle ich da nie draus, die machen wir selber. Und die Hauptwährung kann ich natürlich jetzt wieder in unterschiedlichen Layern anordnen. Und ich kann das Ganze natürlich dann auch abspeichern. Das finde ich gut. Ja, brauche ich das? Nein, ich brauche das jetzt in meinem Fall nicht zum Präsentieren. Ich erstelle mir jetzt die Bewährung und freue mich. Cool, so. Ist ein Exotenland dabei, oder? Also, Sabina, aber ey, ich habe ja die Möglichkeiten gehabt, wie ich es eingebe. Ich finde es super. Okay, jetzt machen wir dasselbe Spielchen wieder. Ich möchte wissen, kann ich mehrere Stützen auf einmal auswählen? Als erstes wähle ich diese und diese Stütze mit Stütze darüber. Rechtsklick. Den Rautenbügel schmeiße ich jetzt weg. Wir wollen einen Bügel geschlossen haben. Ach komm, wir brauchen gar keinen zusätzlichen Bügel. Ja, wir brauchen da welche. Das ist mir schon klar. Ja, kommt, da baue ich sie ein. Kann ich die drehen? Wunderbar. Sehr gut. Das heißt, Bügelabstand 25. 10er Eisen passt schon. Den 1er auf. Boah, aber wie kriege ich den jetzt einfach breiter? Was heißt denn das? Eigenschaften, Außenanker, ich weiß es nicht. Schauen wir uns in 3D alles an. Wie sie das alles vorstellen. Ja, aber wie kriege ich jetzt den da um diese Eisen da? Eieiei, Innenanker. Was deaktiviere ich da? Okay, Innenanker. Ach, das ist dasselbe Bügel wie der. Und da habe ich innen den ausgewählt. Okay, Hakenlänge. 0,15 erstmal. Den habe ich schon wieder. Also den mache ich auf jeden Fall 90 Grad. Den will ich gar nicht anders haben. Aber wie kann ich den breiter machen? Bügelabstand, ja. Aber es geht jetzt. Weiß ich nicht. Ist das automatisch irgendwie so? Ist es der Bügel? Oder der? Aha, bin ich doof. Nee, bin nicht doof. Doof bin ich vielleicht schon, aber das hat nichts damit zu tun. Ich verstehe jetzt bloß nicht, warum der Bügel. Ja, ich möchte ja eigentlich den geschlossenen Bügel so wie den haben, aber nicht über das mittige Eisen. Ah, bin ich doof. Oder? Bin ich doof? Das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich doof bin, aber es könnte sein, dass ich doof bin. Ja, schauen wir mal weiter. Also die obere Region, untere Region, wunderbar. Wir sagen erstellen und die Eisen werden zumindest erstellt. Wir haben irgendwas eingetippt, wunderbar, freuen wir uns, ne? Wir schauen mal. Aha, das sind, also wir haben nicht geköpft. Da wir nicht geköpft haben, weil der Abstand könnte irgendwann zu groß sein. Hat sie eigene Eisen, die nach oben führen. Die werden separat gehalten von den Bügeln, die wir in dem Vorschau-Modus gehabt haben. Merken, Peter, das war wichtig. Das heißt, das macht ja irgendwie Sinn, wenn ich nicht mehr kröpfen kann, dass hier Eisen als Anschlussstäbe erstellt werden, müssen die von irgendeinem Bügel gehalten werden. Und das haben die da gemacht. Und das Coole ist wirklich, er hat es zweimal erstellt, weil es zweimal dieselben Stützen waren. Wir probieren dasselbe nochmal. Und da dürfte es nicht funktionieren. Also merkt euch, Stützen, wenn sie identisch sind, können wir mehrere auswählen. Jetzt probieren wir dasselbe Spielchen. Wir schauen es im Traummodell nochmal an. Nicht identisch, nicht identisch, okay? Also, wir wollen das Ganze erstellen. Rechtsklick, Summenfunktion, du und du. Rechtsklick und erstellt es nicht. Also, weil er nicht dieselben Formen erkennt. Ich möchte jetzt nochmal dem eine Chance geben, der. Also wir haben hier auch eine Menge Möglichkeiten, ne? Hier zum Einstellen. 1, 2, 3. Wo sind die 4? Gibt es keine 4? Warum gibt es keine 4? Ja, wenn wir eine Kröpfung haben, dann haben wir natürlich ganz andere Ausgangssituationen. Wir können Überdeckung machen. Also wir haben. Ah, okay. Cool. Also hier ist wieder mit Kröpfung und so weiter und so fort. Also je nachdem, was wir hier auswählen, haben wir natürlich andere Anordnungen und Befehle. Da müssen wir uns einfach einmal durchjagen und
müssen halt das Ganze auswählen. Hier die Anschlussbewährung können wir wieder wählen. Wie wollen wir die alle haben? Also wir haben ja wirklich tausende Möglichkeiten. Die gehe ich jetzt gar nicht alle durch, weil das muss man sich einfach einmal durchspielen anhand der Statik und anhand der Geometrie. Ganz klar. Wunderbar. Für mich geht es einfach, wann wird denn was erstellt? Ich bin immer zu blöd, diesen Scheiß-Button noch, Entschuldigung, diesen Button zu drücken. Und verpositionieren müssen wir mal. Also gehen wir auf Ingenieurbau. Wird da irgendwo vorhanden sein? Wo ist Bewährung? Hier. Ich weiß nicht mehr, wie der Button ausschaut, weil es bei mir auf dem Hotkey ist. Aber nicht in der Version. Da ist verpositioniert. Okay. Macht irgendwie Sinn. Rundschall, super. Jetzt haben wir dieselbe Position, dann sieht man an der Farbe. Cool gemacht. Ja, und jetzt geht's um die weiteren Bauteile. Also hier Stütze. Wenn es nichts drüber ist, geht's nicht. Aber drunter wunderbar. Und dann können wir sagen, wir brauchen diese Eckausbildung. Ja, machen wir schnell hier rein, oder? Kein Haken, Haupthaken, super. Und Hakenlänge machen wir 0,50. Schön. Nicht schließen, erstellen. Das ist ein bisschen das Manko nur, aber es ist okay. Rundstahlbewährung. Rundstahl hier rein. Das finde ich cool, weil das erspart uns sehr viel Zeit, weil die immer zu verlegen, das habe ich immer gehasst. Mit der speziellen Verlegeform und so weiter und so fort. Das finde ich echt cool, dass hier das so schnell geht. Also auch das können wir abhaken. Funktioniert mit der Rundstütze. Jetzt wollen wir natürlich zwei haben. Also die Nochmal bitte. Mit drüber, du und du. Natürlich braucht man dann hier diese Eckhaken nicht. Wo sind sie denn drin? Linksbügel. Ja, so. Ne? Täuscht mich das jetzt? Oder erstellt er jetzt die unteren Eisen hier? Ach, das ist ein Montagebügel, oder? Okay, haben wir gleich Montagebügel auch dabei. Aha, okay, passt. Ich hab's. Doch, hat er aber erstellt, oder? Wo ich abgebrochen hab. Nein, er hat's nicht erstellt, natürlich nicht. Also, du. Er hat's ja wenigstens das letzte gemerkt, da bin ich immer ein bisschen sehr froh drüber. Und erstellt. Ja, jetzt gehen wir weiter. Jetzt schauen wir mal die dicke Stütze an. Ja. Nichts anderes als die dünne, ne? Das hat auch super sauber und souverän gemacht. Brauchen wir nicht drüber reden. Erstellen. Also da stolper ich nur oft drüber. Ist aber nicht so dramatisch. Das finde ich jetzt nicht so, dass ich sage, oh, boah, geht gar nicht. Sondern ja, verlegt es lieber mal selber. Dann komme ich ins Schwitzen. Also hier Stütze. Jetzt kommen die 3D-Körper. Jetzt wird nein. Wir haben hier noch eine Rundstütze. Moment. Machen wir nicht. Die Anwendung unterstützt nur Stützen mit rechteckigen, quadratischen oder rundem Querschnitt. Bitte Stützen erneut auswählen. Okay, dann, ihr wollt nicht, gut, schade. Dann müssen wir natürlich noch an 3D-Modell gehen. Das funktioniert auch. Also ich finde es das cool, dass der die Würfel erkennt. Super, machen wir nur oben drüber. Wunderbar. Runde, müsst ihr auch erkennen. Dann wird er wahrscheinlich das Endeck auch nicht erkennen. Okay, erkennt er. Stellen. Und jetzt das. Nee, okay, das erkennt er nicht. Aber zu mir wurde gesagt, dass es, wenn die Anzahl der... Egal. Also es funktioniert so nicht. Dann müssen wir halt runde Stützen oder eckige erstellen. Notfalls schmeiße ich den Zylinder weg. Schauen wir schnell in den Grundriss. Ihr wisst ja selber, wie das ist. Runde Bauteile in Alban ist nicht so erfreulich. Ne? Ich mag es jetzt so. Wandert das Python-Bot mit oder nicht? Schauen wir mal. Jo. Super. Dann habe ich das einfach ausgetauscht und kann die runde Stütze jetzt entfernen. Hängt das Python-Bot dran? Nein. Ich kann ja jederzeit auch das Ganze auflösen und dann haben wir das Ganze. Yep, löse auf. Schauen wir uns mal das Ganze an,
wie schnell wir diese Stützen eigentlich bewertet haben. Muss man ehrlich sagen. Also gerade mit dem Kröpfen finde ich mega, mega cool. Also dass das Kröpfen so einfach ist. Wir können natürlich alle Maße eingeben, von der Höhe, von der Breite und so weiter und so fort. Man muss sich ja bloß da einmal durchklicken. Dann auch das finde ich cool, oder? Wenn die Stütze oben schmäler wird und wir die Kröpfung nicht mehr ausreicht, dass wir hier das so machen können, mega toll. Wir können zwischen S-Haken wählen, wir können dann Bügel reinsetzen, wir können den drehen. Auch diese Form mega toll, oder? Also runde Stützen. Dieses Stützenbewährungstool ist ja echt eine Granate, muss man ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Und dafür gibt es für mich wirklich, was verteilen wir? 8 Querkraftdorne von 10 würde ich der Stützenbewährung geben. Wenn jetzt noch die N-Ecken dazukommen, dass das funktioniert und mir das ein bisschen mehr erklärt wird, wie ich da so einen Bügel drehen kann. Es ist möglich, bestimmt. Ich bin jetzt bloß zu doof gewesen. Aber deswegen sage ich ja, also wenn ich zu doof bin, das muss ich halt ein bisschen schneller erklären und dann funktioniert das Ganze. Aber ich finde das echt eine super Geschichte. Ja, und jetzt ist für euch Zeit. Abonnieren, liken. Und fürs heutige Video brauche ich noch ein Thumbnail. Das lassen wir hier erstellen. Erstelle mir ein Bild mit zwei Stützen übereinander und einer Decke dazwischen. Es soll alles die Stützen und Decken sollen transparent sein, sodass man die Stützenbewehrung dazwischen sehen kann. Alles soll ein bisschen digital angehaucht sein. Ich brauche das für mein YouTube-Video als Thumbnail. Keine Ahnung, ob man das so schreibt. Bitte beachte das Format. Viel Spaß. So, und wer jetzt sehen will, wie dieses Bild ausschaut, sieht es, nachdem er geliked hat. Schauen wir es uns mal an. Gehen wir aufs Erste ein. Okay. Schon sehr digital alles. Es sind ja Blitze ohne Ende, oder? Ja, okay. Weiß nicht, ob es so brauchbar ist. Das ist halt komplett was anderes, als ich unter einer Stütze vorstelle. Ist schon sehr transparent, ne? Ja, es geht schon eher in die Richtung, oder? Das ist 3 Stützen anstatt 4. Okay. 3 Stützen und hier werden die irgendwie zusammengefügt von irgendwas. Die Decke ist komisch konzipiert. Schaut eher aus wie ein geskribbeltes Motherboard, keine Ahnung. Okay, hier kommt Kolosse raus. Entschuldigung, was sind das Gebäude und das ist die Stütze oben auf dem Gebäude. Echt, komm, okay. Ja, und wo ist die Stütze? Ist das alles so krass transparent? Ja, welches Bild gefällt euch am besten? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Also, ich kann mich nicht entscheiden, weil es alle so toll sind. Und dann kommt die Endcard, dann drückt ihr gleich aufs nächste Video und schaut euch das nächste Alpland-Video an. Danke, euer Peter. Ciao, ciao, servus.